Liebe Freunde, mein Name ist nicht Julfa, nicht Sef, sondern Tobi Toast und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde FNAF Security Breach. Oder unter Experten auch besser bekannt als Five Nights at Dorfest. Wochenende! Laufen! Dementsprechend mussten mir Freddy in der letzten Folge erstmal mit einem Kilo Dolomin aushelfen, was ihn allerdings überhaupt nicht davon abgehalten hat, sich mit Moonrun instant auf die nächste Party zu begeben, Leute. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir in der heutigen Folge mal wieder den Babysitter spielen müssen. Alles klar, Leute, wie schon erwähnt, wurde Freddy auf jeden Fall in der letzten Folge von Moondrop entführt, während wir uns hier in der Ladestation versteckt haben. Bedeutet, wir werden der Spur jetzt einfach erstmal kurz nachgehen. Ich glaube, hier kommen wir noch nicht rein. Nee, dafür braucht man Sicherheitspass 4. Can you hear me? Freddy's in there. I have to get him out. Ach, da hinten oder wo? Ich sehe ihn gar nicht, aber er wird auf jeden Fall irgendwo da hinten sein. Also gehen wir da auf jeden Fall mal hin. Gut, wir brauchen Sicherheitspass 4, Leute. Wo kriegen wir den denn jetzt bitte her? Warte mal, von hier hinten sind wir gekommen. Wo können wir denn auf jeden Fall mal weitermachen? Hi, please take this map. Take a map. Bist du eigentlich komplett bescheuert? Du kannst das Spiel doch nicht lenken lassen und mir dann einen Jumpscare auf den Hals hetzen. Wo kommt das wieder her? Ja, Gregory, du sagst es, Alter. Ah, Freunde, jetzt sind meine Haare wieder ganz durcheinander. Oh, ist das wieder nervenaufreibend. Okay, liebe Freunde, das dann sieht auf jeden Fall aus wie eine Ladestation. Wie ein Speicherpunkt, Leute. Ich bin heute noch nicht so ganz auf der Höhe. Ja, seht es mir mal bitte nach. So, geht's denn jetzt für uns hier weiter? Oder wie sieht das aus? Es sieht irgendwie nicht unbedingt aus wie ein Ort, wo ich gerne lange verbleiben möchte. Ich werde mich da nicht in die goldene Mitte stellen, Leute. Das könnt ihr vergessen, du. Das sieht nicht sonderlich gesund aus. Was leckt denn das Spiel schon wieder so? Warum wundere ich mich überhaupt? Das ist überhaupt nichts Neues, Leute. Das passiert schon die ganze Zeit. Ah, hier geht's weiter. So. What the hell is this? Freddy, there's something here. Der kann dich nicht hören, glaube ich. Aber umso mehr der Kollege hier. Deswegen würde ich... Oh nee, warte. Lass mich raten, das ist eines von diesen... Warte. Komm, dieser alte Trick, ernsthaft. Gott, seid ihr wieder kreativ, Leute. Meine Güte, sieht das widerlich aus. So ein Endoskelett, ne? Ich habe aber noch nie verstanden, warum bewegen die sich nur, wenn man sie anschaut. Das ist keine Ahnung. Ich stelle hier einfach gleich eine Kamera rein mit Daueraufnahme und dann hat sich die Sache erledigt, liebe Freunde. Was will er denn noch großartig machen? Was ist denn blockiert? Hier vielleicht rein? Kommt uns nicht hier hinterher, ne? Also wenn der hier gleich durch die Lüftungsschacht krabbelt, liebe Freunde, dann bin ich sowas von raus, Leute. Dann könnt ihr sicher sein, dass ich das Spiel instant deinstalliere. Alter, ihr könnt ja... Ah! Oh no! Oh no way! No way! Nicht schon wieder dieses ekelhafte Vieh! Oh Gott! Nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Oh, ist das widerlich! Ist das widerlich! Ist das widerlich! Lässt mich das in Ruhe? Okay, es verlässt sein natürliches Terrain auf jeden Fall nicht, liebe Freunde. Es ist ein natürlicher Lebensraum. So, ich speichere eben nochmal ganz kurz, bevor hier wieder irgendwelche Viecher durch mein Gesicht krabbeln. Habe ich für gewöhnlich nicht so viel Bock drauf. Förderbänder? Irgendeine alte Fabrik oder sowas? So sieht zumindest aus. Oh, nee. Wir sind wieder bei Poppy Playtime gelandet, oder? Wenn hier gleich Huggy Wuggy wieder um die Ecke kommt und mir eine dicke, fette Umarmung gibt, dann habe ich da nicht so Bock drauf. Was ist denn hier überhaupt passiert, sag mal? Also hier werden auf jeden Fall die ganzen Animatronics irgendwie hergestellt, repariert. Ich glaube, wir sind hier auch in Parts and Service gelandet, stimmt das? Da wollten wir ja sowieso eigentlich in der letzten Folge hin, von daher wundert es mich eigentlich auch überhaupt nicht. Lassen Sie die Dinger etwa... Warte mal, lassen Sie die Dinger etwa so? Also diese Endoskelette so rumlaufen? Wer will das denn? Kann ich den Knopf hier drücken? Kann ich. Okay, es geht weiter. Ah, guck mal, da hinten ist wieder einer von denen. Okay, bedeutet... Ach Gott, wie kommen wir denn jetzt an dem vorbei? Warte mal, dürfen wir an den rangehen? Ich glaube, der kann uns nur erwischen, wenn er sich bewegen kann, oder? Kann ich da jetzt rangehen? Geht das? Oder jumpscared er uns dann? Oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? Hm, bleib stehen, Junge, ich hab das gesehen. So, this is what you look like inside? I like you better with your shell on. Muss irgendwo ein Knöppel sein. Da. Drück den, drück den, drück den! Ha! Wo ist der? Alles klar, gut, dann gehe ich erstmal hier kurz herein. Der verfolgt mich nicht weiter, ne? Okay. Mist, Taschenlampe ist leer, Leute. Das war's dann gewesen. Boah, ich finde das geil. Ich finde das richtig geil. Das ist zur Abwechslung mal richtig gruselig. Das finde ich gut. Unbedingt mehr davon, Leute. Bitte. So, es geht auf jeden Fall weiter, Leute. Irgendwas verfolgt uns da. Alter, die sind richtig gruselig, die Viecher, sag ich euch. Meine Güte, was ist mit dir passiert, sag mal?
Und der hat das Wochenende, glaube ich, auch nicht überlebt, Leute. Der hat auch noch ein bisschen zu kämpfen. Hör auf damit. Hör auf. Lass das. Alter. Meine Fresse, Alter. Ja, okay, Abzeichen gleich. Erstmal ganz kurz. Ich habe keine Taschenlampe-Batterie mehr, das ist gerade nicht so geil. Kann ich hier irgendwo speichern? Ich möchte da jetzt nicht rangehen. Okay, pass auf. Ich nehme mir das Sicherheitsabzeichen. Warte. So, nimm. Sicherheitspassstufe 4. Oh! Holy shit! Hier ist alles voll, Leute. Okay, wait. Nein. No. Ist hinter mir irgendwas? Ich kann es halt überhaupt nicht sehen. Geht's hier raus? Hier geht's raus. Oh Gott. Ach komm, ja, klar. Du auch noch. Wollt ihr auch noch vorbeikommen? Oder wie sieht's aus, hm? Warte mal, hier geht's, glaube ich, weiter. Ich hab keine Idee, wo ich gerade langlaufe. Du, überhaupt keinen Plan. Warte mal. Es würde aber schon richtig sein. Ach, hier sind wir jetzt wieder am Anfang. Okay, komm. Weg hier, Leute. Ich habe keinen Bock mehr. Wo muss ich denn lang? Hier wieder rein, ne? Rein da. Oh nee, jetzt kommt das Krabbelvieh wieder, oder? Ja, und wie es kommt. Komm schon, krabbel, wie du noch nie gekrabbelt hast. Gregory, komm schon, los. Nein, meine Ausdauer. Lauf. Jetzt mach doch. Alter. Oh Gott, der nächste, Alter. Ich krieg hier gleich wieder zu viel, Leute. Ich sag's euch. Okay, warte mal. Speichern. Oh, Junge. Ich habe gerade tatsächlich auch ein paar mehr Anläufe gebraucht. Die habe ich jetzt wahrscheinlich mal wieder rausgeschnitten, damit das Gameplay ein bisschen geiler vonstatten geht. So, wir haben jetzt aber auf jeden Fall den Ausweis gefunden. Bedeutet, wir müssen jetzt rein theoretisch hier reinkommen und zum lieben Freddy. I found him earlier and locked him up and lost him found. That is great news. He can be returned to his parents. He can't. Turns out there's no record of him. His name is Gregory. You know how I know that? His Fazwatch kept repeating it in your voice. Gregory, are you there? Gregory? Vanessa, all the Fazwatches sound like me. Hang out here for a while. I gotta find that kid. Vanessa, do not leave me like this! Ist aber schon sehr rabiat unterwegs, die gute Vanessa, ne? Ist sie jetzt weg? Ich will da rein. Ah, jetzt können wir, alles klar. I am so glad you are here and ja. Alive. Wie war es auf der Party? Die Konsole hier? Was weiß ich? Hier, Energie-Upgrade. Mach den mal. Okay. Alles klar. Wird er jetzt gleich hier zu so einem Darth Vader umgebaut? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Routine Maintenance. I'm functioning much more better now. Grammar function error. Could you, reattach my head? Just reconnect the wires. And be careful. I am not quite myself at the moment. Ja, klar, natürlich. Kann ich vielleicht doch noch was anderes? Oh Gott, ich komme ja nicht mehr raus. Oh nein. Okay, dann wollen wir mal die Wurzelbehandlung angehen, liebe Freunde. To reconnect Freddy's head, repeat the correct sequence by pressing the flashing connectors. Ja, wahrscheinlich. Für so ganz blöde, weißt du? Weil sie die Praktikanten hier sonst immer zum Reparieren ranlassen. Okay, wie war das? So, geil. Nice, Leute. Ich könnte mich instant einstellen, liebe Freunde. Was kommt jetzt? Dürfen wir jetzt, keine Ahnung, ein Wimmelbild lösen? Ah, ach so. Sehr kompliziert. Wow. Okay. Ja. Was? Okay, es wird langsam schwieriger, liebe Freunde, ne? Ja? Oh, okay. Oh, jetzt drehen sie aber hoch, liebe Freunde. Jetzt kommen sogar andere Farben dazu. Freddy is all patched up and ready for the big show. You may now exit the protective cylinder. Okay, gut. Da darf ich wieder... Oh, Gott sei Dank. Ich darf wieder rausgehen. Freddy, kommst du oder... Bleibst du noch ein Stündchen liegen, so. Noch ein bisschen ausnüchtern. Ja, ist überhaupt kein Problem, du. Ich kümmere mich so lange um den ganzen anderen Zeug hier. There's so much tech stuff in here. Is there anything I can use to stop the other bots? Bright lights in the eyes cause us to... Ah! Oh Gott, Junge! Alter, erschreck mich doch nicht so! Sag doch beim nächsten Mal Bescheid! Where do I get one? You can win a Phaser Blaster in Phaser Blast.
Okay, warte mal, wir sollen jetzt irgendeine... Ja, das ist richtig verstanden. Ich habe es eben kurz nicht mitbekommen, weil ich mich gerade so erschrocken habe. Irgendeine Laserkanone sollen wir finden. Ich habe keine Ahnung. Es stellt sich mir natürlich immer noch die Frage, was ist mit denen eben halt los? Und warum ist Freddy halt der Einzige, der nicht am Durchdrehen ist? Es sei denn, er macht uns die ganze Zeit irgendwas vor und will uns vielleicht irgendwo zu jemandem Speziellen hinführen. Was weiß ich, keine Ahnung. Aber erstmal nochmal ganz kurz nachschauen, liebe Freunde. Ich muss mich erstmal kurz wieder sammeln. Mission, wo sollen wir jetzt überhaupt hin? Party Pass! Fahre mit dem Dienstaufzug zu Rockstar Row. Alles klar. Gut, dann lass mich raten. Wir müssen eventuell hier rein. Ist das richtig? Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich hoffe einfach mal das Beste, liebe Freunde. So. Rockstar Row. Keine Ahnung. B2. Ist das richtig? Ich fahre jetzt einfach mal. Wird schon richtig sein, liebe Freunde. Und sonst suchen wir uns unseren Weg. Ja. Und sonst so? Habt ihr eigentlich schon das Video geliked? Oder vielleicht auch den Kanal abonniert. Könnt ihr sonst mal eben kurz machen. Ich meine, wir haben ja gerade ein bisschen Zeit hier im Fahrstuhl. Wie geht's Frauen und Kinder? Sie mit den Texturen... Ich frag lieber mal nicht, liebe Freunde, irgendeine Verzerrung in der Raumzeit oder so. Okay, es geht weiter, liebe Freunde. Sehr schön. Ihr könnt ja auch mal wieder aufräumen. Was ist denn hier los? Oh, warte mal, sind wir hier? Wir sind in diesem Raum? Roxy, ich bin hier nicht. Kann ich mich hier drin verstecken? Geht das? Nein, du sollst doch wieder reingehen. Warum sind wir auf einmal so riesig? Hä? Warte mal, was ist gerade passiert? Ich raff das jetzt erst. Okay, warte mal. Wir waren eben als Gregory unterwegs. Dann habe ich Roxy gesehen, weil wir scheinbar hier irgendwie in ihrem Raum drin sind. Dann bin ich in die Ladestation reingegangen, um mich zu verstecken. Hab mich dann kurz gewundert, warum ich plötzlich so groß bin. Geh raus und check dann erst. Oh, warum haben wir denn unten eine Batterieanzeige? Warum sind wir jetzt plötzlich in Freddy drinne? Hä? Alles klar. Okay, bedeutet, wir sind hier erstmal sowieso... Beruhig dich, Alter. Ich sag's ja, Leute, die Texturen, die sind wieder absolut aufgeregt. Ich war lange nicht mehr hier gewesen, Leute. Ich weiß. Ich glaube, von der sollten wir uns nicht unbedingt erwischen lassen. Vanessa? Ist es okay, wenn ich hier ein bisschen rumlatsche? Ist okay, ne? Ja, nee, ich glaube, die rafft auch nicht mehr. Die ist auch vollkommen fertig von der Party und so. Ich lasse Freddy einfach mal hinter uns. Die Batterie von dem ist sowieso immer so unglaublich schnell leer, dass das überhaupt nichts bringt, mit dem rumzulaufen halt. Höchstens in so ganz brenzlichen Situationen, aber ansonsten... nee, sorry, leider nicht. Was ist denn hier überhaupt? Hier haben wir uns noch nie wirklich umgeschaut, oder? Warum funktioniert meine Taschenlampe eigentlich nicht? Egal, hier komme ich auf jeden Fall weiter. Hier waren wir auch noch nicht gewesen, ne? Tatsächlich. Warte mal, kann ich die aufladen? Lass mal eben kurz auf die Taschenlampe. So, ich brauche ein bisschen Licht. Papa braucht Licht. Wir sind jetzt auf... Ah, hier wieder an der Bühne. Alles klar. Okay. Oh, Phaser Blast. Das war auf jeden Fall eine Sache auf unserer Liste. Und zwar, genau, mit dem Party Pass Zugang zum Phaser Blast öffnen. Alles klar. Kommen wir jetzt hier rein. Yeah, nice. Okay, jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, was uns hier noch so erwarten wird. Kann der mir hier vielleicht weiterhelfen? Guten Tag, Entschuldigung. Ja. Okay, warte mal. Hier müssen wir den Pass vorzeigen, ne? Ist das richtig? Drücken zum Verwenden. Ja, ich drücke schon. Ich drücke wie ein Wild. Sorry, ich wollte jetzt nicht irgendwie beleidigen. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen eingeschüchtert, Leute. Was ist... Ey, das Spiel, das ist so verbuggt. Das ist echt unglaublich. Das ist echt der Wahnsinn. So, Fahrstuhl wieder. Ja, sitzen wir jetzt hier wieder. Bei der Gelegenheit, ihr könnt mir ja sonst mal in die Kommentare schreiben. Hättet ihr denn Lust auf so einen bisschen längeren Stream halt, wo wir nochmal das komplette Spiel uns ganz in Ruhe anschauen und sowas? Wäre ja vielleicht mal wieder eine Idee, dass wir so ein paar mehr Stunden uns dann mal hinsetzen und sowas. Schreibt es uns gerne mal unten rein. Ich lese jetzt auch eure Kommentare immer super gerne. Ja, freue ich mich immer sehr drüber. Wir sind auf jeden Fall wieder da, es geht weiter. Okay, Gift Shop. So, dann scheint es jetzt wohl für uns hier hineinzugehen. Wow, das sieht ja richtig abgespaced hier aus. Nice, Alter. You must be the new Phaser Blast recruits, and from the looks of you, the orange/blue team hasn't got a chance. Soon you will be fighting for your lives on a hostile alien planet. There are two rules you must follow at all times. Okay. Rule number one. No running. No climbing. No jumping. No hitting, kicking, pushing, shoving. No shooting fest blasters in, near or close to other players' eyes. Now get in there and fight.
Also kurz zusammengefasst, wenn du gewinnen willst, rennen, klettern, schubsen, Laser in Augen schießen und sei der größte Arsch aller Zeiten. Let's go, Freunde. Lass es uns durchziehen, okay? Gut, dann wollen wir mal. Before you can enter the arena, you need to grab the helmet and fit faster. Darf ich bitte so ein Ja haben? Damit kann ich auch so außerirdische Signale auf jeden Fall empfangen, Alter. Easy. Wie Gregory. Ohne Helm? Aber ja, klar. Hauptsache die Kanone, du. Zur Sicherheit, davon hast du noch nie irgendwas gehört. Okay, Gegenstand wechseln. 1 und 2, okay. Damit können wir Taschenlampe und den Laser auf jeden Fall tauschen. Jetzt wird's interessant, liebe Freunde. Okay, ich glaube, wir haben hier auch noch so eine bestimmte Anzahl an Schüssen, die wir verwenden können. Phaser Blast? No entry, no entry. Okay, dann gehen wir erstmal hier ganz kurz rein, liebe Freunde. Komm schon. Boah, Alter, blendet das, Junge. Bin ich hier bei Star Trek gelandet oder was? Alter, mach mal den Lens Flare aus. Geht's los? Alles klar, jetzt. Oh, das sieht ja richtig spaßig aus. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, lass uns loslegen, liebe Freunde. Was? Warum ist Chica hier? Warte. Oh, what? Ich kann die damit stunnen. Alles klar. Okay, warte mal, renn weiter. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier... Was ist denn jetzt überhaupt Phase? Was müssen wir jetzt überhaupt machen? Okay, warte. Okay, nice shot. Geil, Alter. Okay, das ist cool. Voll geil. Oh, Mist, ich hab keinen Schuss mehr. Ich hab keinen Schuss mehr. Mein Schuss ist leer. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Chica, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich hab nicht gespeichert. Ich hab nicht gespeichert. Was ist jetzt hier unsere Aufgabe? Auf jeden Fall ist Chica hier unterwegs, was natürlich nicht... Okay, den haben wir. Müssen wir einfach nur... Warte mal. Score 0 von 3 steht oben links. Score 0 von 3. Ah, warte mal, hier. Müssen wir diese Knöpfe... Ah, wir müssen ein Fähnchen einnehmen, ne? Wir spielen Capture the Flag. Alles klar, das kann ich leider überhaupt nicht. Ich habe nie Call of Duty oder so gespielt. Ey, ich habe dich getroffen. Ich glaube, wir haben ein Problem. Was macht der da hinten? Okay, warte mal, hier kommt der Nächste um die Ecke. Komm. Oh, okay. Nein, ich hab dich getroffen. Hä? Ich hab... Hallo. Nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Area captured. Ja, nice. Das war die Nummer 1 gewesen auf jeden Fall. Wie kann ich jetzt meine Waffe aufladen? Ich glaube, ich muss nochmal ganz zurück zum Anfang. Ah, nee, die lädt sich von alleine auf. Okay, nice. Wir müssen nur kurz abwarten. Huh. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Okay, warte mal. Chica, geht's dir gut? Ja, gut. Hexenschuss und so. Wisst ihr Bescheid. So, hier nochmal. Drück den Knopf. Aber das finde ich echt geil, Leute. Das hat was. Das macht halt echt Fun irgendwie. So, nächster. Den nehmen wir auch. Schon ein bisschen schwierig, so wenn du hier kein Fadenkreuz hast. Aber es geht auf jeden Fall. So, Kollege Schnürschuh, kuf da hinten noch irgendwo ein bisschen rum. Der kommt aber wahrscheinlich auch gleich. Hilfe, ich kann noch nicht. Nein, 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 nein. Kann man meine Waffe kurz aufladen? Kann meine Waffe mal eben kurz aufladen? Dankeschön. Nein, lass das. Geh weg. Hau ab. Genau. Alles klar, das waren 2 von 3. Bedeutet, einer fehlt uns noch. Der ist bestimmt da oben hier in der Mitte. Kann ich mir gut denken, oder? 100%. So, komm mal her. Knopf gedrückt. Dann kann es auch schon losgehen. Ey! Okay, wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Moin, Meister! So eine richtige Bedrohung sind die Dinger auch nicht, ne? Warte mal, wie war das nochmal eigentlich mit in die Augen schießen? Oh, sorry, tut mir leid. Tut mir leid, Kollege. Kann er mal bitte. Okay, gut. Nein! Nein! Warte! 4, 3 Sekunden! Komm schon! Komm schon, mach! 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 Yeah! Wir haben gewonnen, liebe Freunde! Nice, Alter! Phaser Blast durchgezogen. Good job, Space Cadet. Proceed to the winner's elevator for your reward. Zum Siegeraufzug, Alter. Alles klar, Leute. Ah, hier müssen wir hin. Okay, warte mal, genau. Blaster einmal zurückgeben. Aber ich will ihn behalten, Alter. Well done, Superstar. You won the Phaser Blaster. Now, go collect your prize from the Superstar Lounge. Okay, dann wir sollen unseren Preis abholen in der Superstar Lounge. Alles klar. Ich mach mal eben kurz wieder den Fahrstuhl an. Und sonst so, Leute. Was macht die gerade so? Also Videos schauen. Ja, gut, sorry. In der Superstar Lounge können wir jetzt unseren Preis abholen. Okay, ich hoffe, es ist irgendwas Nützliches, sonst klatsche ich hier gleich irgendwen. Oh, nice.
Oh, jetzt haben wir so eine goldene. Oh, das ist geil. Jetzt können wir die abwehren, ne? So, die Waffe haben wir dann jetzt auf jeden Fall. Hier jetzt lang, ist das richtig? Ich habe absolut keine Ahnung. So, dann geht's zu uns jetzt, glaube ich, einfach nur wieder zurück. Ja. Wo komme ich denn jetzt hier raus, sag mal? Komme ich jetzt No Entry? Exit? Ah, hier ist der Exit. Ah, alles klar. Sorry, ich habe es eben überhaupt nicht gesehen. Ist ja auch so ein bisschen versteckt alles und so. Aber was hat man denn jetzt rein theoretisch für Möglichkeiten mit dem Blaster? Ich meine, auf jeden Fall können wir Chica Good damit ausschalten. Yo! You got the Phaser Blaster. But you had to use your party pass. Hmm. If you find the security office, I am sure you will find something that will help you. Warum glaubst du das, Alter? Pass mal auf, der hat da irgendwie so einen todbringenden Animatronic da irgendwie reingestellt. Geh mal ins Sicherheitsbüro, da wartet was auf dich. Aha! Komme ich denn jetzt hier irgendwo rein? No entry? Okay, hier nicht. Ah, okay, sehr schön. Ja, guck mal, das sieht doch schon sehr nach Sicherheitsbüro aus, liebe Freunde. Ja, okay, gut. Okay, nehme ich trotzdem gerne entgegen. Gimme und so. Ich habe zwar absolut keinen Plan, wofür diese ganzen Geschenke gut sind, aber ich nehme sie einfach mal mit. Okay, dann mache ich das jetzt. Ich nehme mir das Sicherheitsupgrade und verschwinde. Ach so. Wir haben jetzt einen Pass für die Bowlingbahn außerdem bekommen. Okay, sehr, sehr geil. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, wir machen uns mal wieder auf die leisen Sohlen. Wait. Hm. Warum sind denn jetzt die ganzen Sicherheitsroboter hier, sag mal? Hä? Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Okay, wait. Wait. Einmal kurz in den Fahrstuhl rein. So. Gut, liebe Freunde. Wir gehen jetzt zur Bowlingbahn. Und ich bin mal gespannt, was uns dort auf jeden Fall erwarten wird. Jetzt müssen wir natürlich nur noch die Bowlingbahn. Da ist sie ja auch schon. Sehr schön. So, Bonnie Bow. Alles klar, das sieht ja auch richtig retro irgendwie hier aus. Ne? Als ob das hier schon ein bisschen länger stehen würde. Okay, Freunde, aber ich würde sagen, da machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter und schauen, was uns dort so erwarten würde. Ansonsten könnt ihr euch hier nochmal die Playlist reinziehen mit den anderen Five Nights at Freddy's Security Breach Folgen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao. Euer Tobi Toast.